Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann nur zu. Dann müsst ihr aber diese Nummer hier wählen, 0800 220 5050 oder ihr faxt mir unter 0800 220 5051. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier live im Radio und im Fernsehen reden wollt. Erster Anrufer heute Nacht ist Ingo und Ingo ist... Wie alt ist er? 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen wünsche ich dir. Ja, hallo Ingo. Ja. Um was geht's? Ja, ich bin B. Mhm. Und ich weiß nicht, meine Freundin weiß es nicht. Die Freundin weiß es nicht? Nein. Wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? Im Januar werden es 8 Jahre. 8 Jahre? Hey, das ist eine lange Beziehung. Mhm. Und seit circa 5 bis 6 Jahren bin ich B. Ja, seit fünf bis sechs Jahren, wie? Mhm. Was heißt das? Lebst du es aus oder merkst du es nur für dich? Ich lebe es auch aus. Wie lebst du es aus? Ich treffe mich mit Jungs im Kino. Ja? Oder, wie gesagt, auf RTL-Textseiten. Auf RTL? Auf RTL-Textseiten? Ja. Da kann man, da gibt es so Schweinereien, dass man sich da so sexmäßig treffen kann? Ja. Ich weiß es nicht, frag ihn nur. SMS-Chat. Ja. Wo man Gesuche eingeben kann und sowas, wo man vielleicht eine Antwort zurückkriegt und sowas. So, das heißt, du triffst dich mit den Jungs irgendwo dann? Ja, ich treffe mich entweder bei mir oder ich treffe oder ich lasse mich abholen oder fahre vielleicht zu denen. Ja. Und dann gibt's die schnelle Nummer? Ja, erstmal vielleicht ein kurzes Vorgespräch. Manchmal ist da schon mal nichts passiert. Was? Ist es auch schon mal nichts passiert? Mhm. Ja. Na gut, aber in der Regel passiert was. Das ist ja auch Sinn dieses Treffens. Hast du dich denn schon auch mal ein wenig in einen Mann verliebt oder? Eigentlich eher weniger, aber ich habe seit ungefähr ein guten Jahr eine gute Freundschaft mit einem Mann aufgebaut. Auch sexuell? Liebe, also ja, sexuell auch, aber sexuell. Ich sag mal eine gute Freundschaft. Das heißt, es gibt diese Freundin, deine Hauptfreundin, mit der du so lange zusammen bist, deine Freundin. Es gibt diese Affäre mit diesem Mann. Mhm. Und es gibt aber weiter auch noch diese Sexgeschichten. Die laufen auch noch irgendwie parallel. Ja, wenn man mal so Lust kriegt oder sowas. Mhm. Wie sieht denn die Sexualität zwischen dir und deiner Freundin aus? Eigentlich relativ in Ordnung. Ja? Denkst du an Männern, wenn du mit ihr zusammen bist? Eigentlich weniger. Da bin ich eigentlich nur für meine Freundin da. Mhm. Mensch, Ingo. Da würde eine Welt zusammenbrechen, wenn deine Freundin das wüsste, oder? Ich sag mal so, sie hat vielleicht auch eine Ahnung. Inwiefern? Weil ich öfter mal in den Text reingucke und so. Mhm. Ja, gut, deshalb hat sie vielleicht eine Ahnung, dass du in irgendeiner Weise Bier interessiert bist. Aber sie wird keine Ahnung haben, dass du seit so vielen Jahren da so eine geheime Welt dir aufgebaut hast. Mhm. Wie fühlst du dich denn dabei? Eigentlich nicht so toll. Ich sag mal so, es würde mir vielleicht besser gehen, wenn sie es wüsste. Ja, ja. Also ich finde auch, dass man sich da nicht so doll fühlen sollte oder fühlt, ne? Wenn man fest verbunden ist mit jemandem und dann so ein Geheimnis nebenher hat. Du hast 2 Beziehungen am Laufen, quasi, muss man ja so sagen. Ja. Weiß eigentlich der Typ, dass du ab und zu auch noch schnellen Sex mit anderen Männern hast? Eigentlich schon. Mhm. Also ich sag mal so, da passiert nicht immer was. Wir unternehmen auch mal was oder sowas. Wir gehen mal einen Nee, Film das meinte ich ja nicht. So. Nein, ich meine, ob der weiß, dass du auch noch mit anderen Männern was machst. Eigentlich schon. Mhm. Wenn, dann ist das eigentlich im Prinzip noch ein bisschen Lust oder sowas. Mhm. Also, wir halten mal fest. Du gehst deiner Freundin, mit der du 8 Jahre zusammen bist, mit der gehst... 8 Jahre, aber ist ja egal. Bitte? Es werden 8 Jahre. Also, gut, das ist ja egal. Mit der du 8 Jahre fast zusammen bist, der gehst du, sagen wir, gute 5 Jahre fremd. Seit 5 Jahren fremd. Erst nur auf sexueller Basis, jetzt aber auch noch so ein bisschen, was das Herz anbelangt. Mhm. Du bist des Wahnsinns, weißt du das? Mhm.
Aber hallo, aber hallo. Und ich finde, dass du ganz, ganz, ganz schnell da irgendetwas Gravierendes machen musst, ja, dass deine Freundin Bescheid weiß. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Beziehung dann kaputt ist, oder? Nein, also könnte möglich sein, sage ich mal. Also ich hoffe es nicht, aber es könnte ja möglich sein. Ich würde dich hochkant rausschmeißen, wenn ich deine Freundin wäre. Wenn du 5 Jahre so etwas mit mir gemacht hättest, war hochkant, sage ich dir. Liebst du sie? Ja. Mhm. Sehr? Schon. Schon. Aber dennoch hat es dich nicht davon abgehalten, dich so zu verhalten. Sonst würde ich nicht eine Beziehung, sage ich mal, so lange aufrechterhalten. Ja, würde ich nicht so einfach schlussfolgern. Es kann auch sein, dass das für dich eine Sicherheit ist und ein Ruhepol, wo du dich zurückziehen kannst. Und es kann auch gekoppelt sein mit der Angst vor dem Schwulsein vielleicht. Also da können vielfältige Gründe reinspielen, dass du da nicht früher klar Tisch gemacht hast. Wie könntest du dir denn auch eine Zukunft mit einem Mann vorstellen? Eigentlich eher weniger. Also mir fehlt das andere Teil bei der Partnerin. Ja. Also generell die Partnerin, die fehlt mir. Ja. Es wäre alles okay, wenn du offen leben würdest und wenn sie sagen würde, gibt's ja manchmal. Okay, komm, lebe diesen Teil von dir aus, aber wir bleiben zusammen, dann wäre es ja okay. Aber dann wäre es eben auf einer ehrlichen Grundlage das Ganze. Ja, sie sagte mal, wenn es so wie bei mir wäre, dann hätte sie im Prinzip nichts dagegen. Obwohl sie hat es mit einer Frau auch schon mal ausprobiert, aber sie fand es nicht so toll. Mhm. Also da scheint sie ja doch schon konkrete Vorstellungen zu haben oder Ahnungen zu haben, was da so los ist. Denke ich mir auch. So, dann nimm das mal zum Anlass und mach reinen Tisch. Mach reinen Tisch. Ich glaube, dass es für dich gut ist, für alle Beteiligten gut ist. Mhm. Ingo, in diesem Sinne. Hm? Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Ich höre dich mittlerweile seit 4 oder 5 Jahren schon. Sehr nett von dir. Danke, Ingo. Okay, ich tschüss. Wünsche was. Jo. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit einem Menschen, der oder die Hilal heißt. Stimmt das? Ja, hallo. Ein Mädel. Ist das ein türkischer Name? Ja. Hilal, 17 Jahre alt. Um was geht's denn, Hilal? Das geht darum, ich bin jetzt seit 1 Jahr verheiratet. Schon? Ja, also, aber nicht standesamtlich, sondern das ist nur, auf Deutsch gesagt, kirchlich. Mhm. Und ich habe jetzt seit 4-5 Monaten eine Affäre mit meinem Schwager. Ja, also ich muss ja fragen, kirchlich, bist du Christin oder? Nee, ich bin Moslem, also auf Deutsch gesagt jetzt kirchlich. Also okay, eigentlich ist das, ich wollte es nur nachhaken, damit es klar ist. Ja. Seit 1 Jahr verheiratet mit einem wahrscheinlich auch jungen Mann. Der ist wie alt? 28. Warum bist du mit dem verheiratet? Das war zum Teil eine Zwangsheirat von meinem Vater aus. Also wenn du hättest frei entscheiden können, hättest du es nicht gemacht? Nee, also ich hab ihn zuerst nicht geliebt. Ja, und dann haben wir uns halt kennengelernt. Und dann, ja. Aber wie absurd. Warum denn in dem jungen Alter schon? Warum mit 16 schon? Weil das mein Vater so wollte. Der wollte mit 16. Warum mit 16, weißt du das? Das ist so. Also er hat mich schon versprochen gehabt eigentlich. Mhm. Aber halt nicht mit ihm, sondern mit jemand anders aus der Türkei. Ja. Und ich wollte eigentlich gar nicht heiraten. Also auf jeden Fall nicht so früh. Erst mit 25 oder 30. Ja, das ist auch vernünftig. Ja, aber bei den Türken ist das halt so. Also ja, bei den Türken ist es nicht so. Bei einigen. Ja. Ne? Wie fühlt man sich denn da, wenn man mit 16 Jahren gezwungen wird, jemanden zu heiraten, den man überhaupt kein Gefühl für hat? Kanntest du den überhaupt? Ich habe ihn kennengelernt vorher noch, ja. Ja, das ist ja beruhigend. Aber du kanntest ihn ein Jahr vorher nicht oder so, dass ihr euch ein bisschen annähern konntet, das ging nicht? Nee, also wir kannten uns 2-3 Monate und danach. Was war das denn für ein Gefühl für dich, als du dann plötzlich die Ehefrau von diesem Mann warst, der doch nur erheblich älter ist als du, den du eigentlich nicht liebst? Ein ganz doofes Gefühl. Also ich weiß nicht, also auch die Hochzeitsnacht,
das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Also ich habe mir das eigentlich das erstmal anders vorgestellt, aber... Ja. Und ihr habt auch regelmäßig Sex miteinander, du und dein Mann? Der ist jetzt in der Türkei, ja. Schon seit Anfang des Jahres. Ah ja. So, jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Du hast eine Affäre mit, sag's nochmal, ich habe es vergessen. Mit meinem Schwager. Mit dem Schwager, so war's. Mhm. Das heißt mit dem Bruder deines Mannes. Nee, von meinem Mann, seine Schwester, der Mann. Ach so, so. Mhm. Wie alt ist der? 37. Das läuft vermutlich völlig geheim, absolut geheim. Ja, also nur meine Schwester weiß das. Ach, die weiß das? Ja, die weiß das. Mhm. Und meine Mutter weiß das auch. Ja. Aber ja, ich rede mit denen auch oft und die sagen, ja, das ist deine Sache, also du musst damit selber klarkommen. Ist deine Mutter nicht entsetzt oder die Schwester? Also meine Schwester, mit ihr kann ich eigentlich über alles reden, nur sie kann mir nicht weiterhelfen. Also die redet zwar mit mir darüber, aber halt nicht so, wie ich eigentlich reden möchte. Was hat die Schwester denn für eine Position oder gar keine? Inwiefern Position? Ja, aber eine Meinung, sie muss eine Meinung sagen. Sie sagt gar nichts dazu. Und die Mutter? Meine Mutter war zuerst, also sie war enttäuscht von mir. Mhm. Und ja, sie sagt auch, ja, du musst das selber wissen, du bist alt genug. Wie ernst zu nehmen ist das denn? Ich meine, der ist 37, sagst du, ne? Ja. Und du bist erst 17, das ist doch ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Bist du jetzt für den nur so eine süße Maus, sag ich mal? Also er meinte, er liebt mich. Also wir hatten halt uns darüber unterhalten und da habe ich gesagt, ja, wie kannst du mich lieben? Ich bin ja von deiner Frau, Bruder, die Frau. Wie kannst du mich dann lieben? Ja, er kennt mich schon länger, als wenn man mich selber kennt. Mhm. Und ja, er wollte von Anfang an eigentlich mit mir halt. Er ist also auch in einer, noch immer in seiner Ehe fest. Ja, er hat auch 3 Kinder. Mhm. Und seine Frau, ich habe bei denen früher gewohnt mit meinem Mann zusammen. Mhm. Und dann... Hast du kein schlechtes Gewissen auch der Frau gegenüber? Doch. Mhm. Aber ja, also als ich da gewohnt habe, dann die Frau hat schon immer so einen Verdacht gehabt, dass ihr Mann fremd geht. Mhm. Aber mit jemand anders und ja, ich sollte dann immer so recherchieren zwischen den beiden, andere auch kenne. Und also bist du da richtig reinverwickelt worden und jetzt bist du selbst die Hauptperson quasi. Ja. Hm. Was empfindest du denn für ihn? Eigentlich gar nichts. Du empfindest also, gar nichts für ihn? Und warum machst du es? Und warum machst du es dann? Weil ich kann nicht mit ihm darüber reden, dass ich das nicht mehr möchte. Aber du musst es doch nicht machen. Du musst ja nicht reden, du musst ja einfach nur Nein sagen. Ja, das sage ich ja auch. Also wenn er mich jetzt anruft zum Beispiel, ja. Und dann treffen wir uns. Also wir können uns immer nur abends treffen, weil dann denkt die Frau, dass der halt in den Verein geht. Warum triffst du dich denn überhaupt mit dem? Ja, weil ich immer mit ihm reden will. Also ich will immer mit ihm reden, also dass ich das beenden will. Also dass ich ja, aber dafür musst du dich doch nicht mit dem treffen. Das kannst du am Telefon sagen, da musst du doch keine langen Reden halten. Da sagst du hier, Junge, ich habe keinen Bock mehr, Schuss. Nee, ich kann das ja so nicht. Warum? Weil ich sehe den ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel Feiern sind, also zum Beispiel Balsam oder so, ja. Dann muss ich ja zu denen hingehen, weil das ja Familie ist. Und weil die halt älter sind, muss ich hingehen. Ja. Und wenn ich dann da hingehe, dann sehen wir uns ja auch. Ja, das ist doch egal. Du kannst ihn ja auch dann da sehen, auf einer Familienfeier. Aber du musst dich doch jetzt nicht mit ihm alleine treffen. Warum triffst du dich mit dem alleine? Weiß ich nicht, vielleicht aus Angst. Also ich habe auch irgendwie Angst vor ihm. Also. Aber was kann er dir denn tun? Was würde er dir denn tun, wenn du sagst, nein, ich möchte nicht mehr? Weiß ich nicht. Also das läuft dann so ab, dass ihr euch dann, dass er das arrangiert, dass ihr euch trefft, ja. Wenn er Zeit hat. Und dann geht es jedes Mal zur Sache, das heißt, da läuft dann Sex ab. Ja. Und du hast überhaupt keinen Bock drauf. Nee. Mensch, Hilla, was tust du dir an? Da hast du schon eine Ehe, die du nicht haben möchtest, die dir keinen Bock macht. Da bist du rein gezwungen worden von außen. Und jetzt hältst du dir auch noch so ein Verhältnis auf und da könntest du Nein sagen und könntest sagen, könntest eine Riegel vorschieben und du tust es nicht. Warum nicht? Ich kann einfach nicht. Also ich habe auch schon mit meiner Schwester darüber geredet, also sie meinte auch am Telefon, soll ich das sagen, nur am Telefon. Ich kann nicht mit ihm am Telefon so, also ich kann nicht einfach sagen, ja, nein. Oder so. Und dann so, er würde mich dann abholen und dann würde es wieder so laufen.
Aber er soll dich gar nicht abholen. Also, Mensch, was ist denn da los? Also, wenn du es am Telefon schon nicht sagen kannst, na gut, dann triff dich eben nochmal mit ihm. Und dann sagst du es ihm ins Gesicht, dass du einen normalen Kontakt haben möchtest, aber du möchtest diese Beziehung, diese Affäre beenden. Hast du Angst, dass er dich schlägt? Ja, auch. Obwohl ich eigentlich weiß, dass er nicht, also ich weiß es nicht ganz genau, aber so wie ich ihn kenne, er würde keine Frau schlagen, aber... Ja, aber ich glaube, du machst dich auch kleiner, als du bist. Und scheuer, als es nötig wäre. Lass doch nicht alles mit dir geschehen. Da ist irgendein Typ, der will dich ins Bett haben. Und du lässt alles über dich ergehen, Mensch. Von ihm ging ja die Initiative dann auch aus, ne? Wie lange läuft das eigentlich überhaupt schon zwischen ihm und dir? So 4-5 Monate. Ja, ist doch schrecklich. Und wenn du überhaupt keinen Bock drauf hast? Ja. Was würde denn dein Mann dazu sagen, wenn das rauskäme? Weiß ich nicht, was mein Mann machen würde. Ja, das wäre wahrscheinlich also eine Katastrophe. Ja. Aber es ist schon Katastrophe genug, dass du das mit dir machen lässt, Hilal. Das sage ich jetzt nochmal ganz klar. Sage nein. Ja, ich versuche das ja immer, aber irgendwie... Nee. Ja, aber... Das kommt nicht raus. Also ich will immer mit ihm... Also wenn er mich anruft, dann sage ich immer, ja, ich muss mit dir reden. Dann treffen wir uns und, weiß ich nicht, wir gehen meistens dann eben noch was essen oder so. Danach fahren wir zu diesem Lager hin. Und dann will ich mal mit ihm reden. Also ich will immer sagen, nein, ich will das nicht. Oder auch wenn, also manchmal sage ich das auch, dass ich das nicht möchte. Und er macht das trotzdem. Mädel, du sollst auch gar nicht mit dem essen fahren oder zu einem Lager oder was da los ist. Du sollst gar nicht mehr mit dem zusammenkommen. Zumindest nicht alleine mit dem zusammenkommen. Ja, aber mit wem soll ich denn da hingehen? Meine Mutter, die hat ihr eigenes Leben jetzt. Meine Schwester, die kann sowieso nicht so weggehen. Oder mit mir mit dahin gehen. Warum, außer auf Familienfeierlichkeiten, warum sollst du denn da überhaupt hingehen zu dem Mann, zu der Familie? Ja, weil das so ist. Also, das ist bei uns so. Dass man zu den Feiern hingehen muss. Ja, aber da bist du nicht alleine mit ihm und dann ist es ja auch nicht so ganz schlimm. Ja, aber dann kann ich ihm das ja nicht sagen, weil die anderen das ja nicht wissen. Du sollst es ihm jetzt sagen. Du sollst ihn morgen anrufen. Du sollst morgen zu ihm sagen, ich möchte keine sexuelle Verbindung mehr mit dir haben. Mhm. Wir haben einen Kontakt miteinander, kannst du sagen. Der ist familiär bedingt und dann ist aber auch Schluss und aus. Ja. So, und da du doch sehr, sehr wackelig mir scheinst und unsicher und scheu und ängstlich, möchte ich, dass du auch mit meiner Psychologin noch jetzt ein bisschen redest. Ist das in Ordnung? Ja. Gut, Hilal. Dann leg mal auf und die Elke ruft dich sofort an. Okay. Ja, und alles Gute und lass dir nicht so viel bieten und lass dir nicht so viel gefallen. Das ist nicht gut für dich. Ach, was ich sagen wollte, deine Sendung ist sehr gut. Ich gucke mir die fast jeden Abend an. Ich danke dir. Das ist sehr nett, dass du es sagst. Freut mich wirklich. Bitte. So, jetzt legst du auf und wir rufen gleich zurück, okay? Okay. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Dominik, 20 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo. Dominik. Ja, und geht um Folgendes. Meine Freundin ist 15 Jahre alt und schwanger. Aha. Und jetzt stehen wir zwischen zwei Fronten, weil sie ist in einer Wohngruppe vom Jugendamt. Ja, jetzt muss ich gleich erstmal fragen, wie das dazu kommt, dass die 15-jährige Freundin schon schwanger ist. Ja, das war halt eine Sache. Ich habe nicht gewusst, dass sie die Pille nicht mehr nimmt, weil sie hat es mir irgendwie gesagt, nachdem es schon zu spät war. Mhm. Und es ist halt passiert. Und dann kam das halt raus, dass sie schwanger geworden ist dadurch. Ja. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Jetzt seit 9 Monate. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass sie jetzt vom Jugendamt aus mit mir vielleicht eine Wohnung nehmen kann nächsten Monat. Weiß das Jugendamt denn schon Bescheid, dass sie schwanger ist? Ja, das weiß ich. Sie wissen Bescheid. Sie wohnt ja in betreutes Wohnen in so einer Wohngruppe? Ja, so eine Wohngruppe, ja. Ja, ja. Und da geht es halt dann so, dass sie jetzt auch die Möglichkeit hat, entweder in ein Mutter-Kind-Heim danach zu gehen oder halt mit mir zusammenzuziehen. Mhm. Und ich finde ja halt beides halbwegs attraktiv, nur... Weil ich die Sache so mit dem Zusammenziehen, dass er da auch halt Probleme aufwirft. Ich muss arbeiten zwischendurch, sie muss zur Schule hinterher wieder noch. Ja. Und dann, natürlich kann hier, weil meine Eltern können zwischendurch aufpassen, aber es geht ja auch nicht immer. Ja. Das ist dann auch immer so ein Hin- und Her-Gefrage. Und jedes Mal, wenn ich sie aber auch anspreche. Also, nein, das würde bedeuten, du wohnst bei deinen Eltern noch. Ja, genau. Aber wenn ihr zusammen wohnen würdet, würdet ihr nicht bei deinen Eltern wohnen, hättet ihr? Nein, wir würden deine Wohnung vom Jugendamt bekommen. Genau. Und,
Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Wenn ihr eine Wohnung vom Jugendamt hättet, ihr beiden, ja. Wo liegt das Problem da? Das Problem liegt dann daran, dass ich ja dann noch arbeiten muss und sie muss ja morgens zur Schule. Und ja. Das Jugendamt würde das betreute Wohnen dann nicht mehr machen, weil ich ja dann als Volljähriger dabei bin. Ja, also die Frage ist, wo bleibt das Kind dann? Ganz genau. Und die Sache ist dann so, dass mir das Mutter-Kind ein, jedes Mal, wenn ich die darauf anspreche, ob es dann vielleicht nicht eine Möglichkeit gäbe für sie, dann bockt sie rapide ab, weil sie jetzt schon seit ihrem 11. Lebensjahr in der Wohngruppe ist. Mhm. Und sie möchte absolut nicht, dass das Kind dann vom Jugendamt großgezogen wird. Und sie reagiert dann total gestresst darauf, lässt sich gar nicht ansprechen. Also sie möchte gerne, dass ihr zusammen wohnt. Ganz genau. Das ist ihr Traum, quasi jetzt eine kleine Familie zu gründen. Mhm. Und sie möchte nicht alleine in diesem Mutter-Kind-Heim. Ganz genau. Sitzen. Weil sie jetzt schon lange sind in so einer WG wohnt und das ja. nicht mehr raus möchte. Kann man ja auch verstehen, ne? Ja, kann ich verstehen. Mhm. Nur halt, das spricht ja auch einiges für. Und ist ja auch möglich, wäre ja auch. Aber deine Eltern wissen von der Schwangerschaft? Ja, die wissen das und die haben das auch sehr gut hingenommen. Ja. Haben auch keine Probleme mit. So, dann können die doch eigentlich ein bisschen zur Seite stehen, oder? Ja, aber sie sind ja auch berufstätig und können ja auch nicht immer morgens aufpassen, wenn sie zur Schule muss. Und das ist ja immer dann eine Sache, wer passt dann auf und... Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen, wer wann, was, genau. wie, wo aufpasst. Genau, und dann deswegen wäre das Mutter-Kind-Heim ja schon eine Lösung eigentlich. Höre ich denn auch daraus, dass dir das irgendwie auch angenehmer wäre? Dass du gar nicht so Bock hast auf richtig so kleine Familiengründen schon und fest zusammen sein? Doch schon, aber ich möchte auch mein Kind irgendwie was bieten können. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man nachher mal weiß, wie man das jetzt alles unter einen Hut bringen soll. Und dann wollte ich, wenn ich ihr sie darauf anspreche, dann und zu ihr sage, mein Gott, das Mutter-Kind-Heim, das ist ja nur eine vorübergehende Sache, bis wir überhaupt erstmal einen Standpunkt haben. Ja. Dann reagiert sie total gereizt darauf überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihr das näher bringen soll, ohne sie jetzt zu verletzen. Oder so. Du bringst ja nur das Argument vor, wenn wir zusammen in einer Wohnung wohnen, dann kann morgens, so habe ich es jetzt verstanden, das kann morgens niemand auf das Kind aufpassen, ja. weil deine Freundin in der Schule ist. Ja, weil sie möchte ja auch unbedingt ihre Schule zu Ende machen. So, was antwortet sie denn darauf? Das ist ja das Argument. Wie entkräftet sie das denn? Ja, dann sagt sie, dann bleibe ich morgens zu Hause und mache dann Abendschule. Mhm. Nur das Problem ist ja, ich habe Wechseldienst und dann ist die Sache mit der Abendschule, wer ist dann abends da? Deswegen ist das Mutter-Kind ein. Und was sagt sie wiederum darauf, dass du sagst, du hast abends Schule, du hast die Wechselschicht? Ja, dann gehen ja die Argumente aus und dann blockt sie rapide ab. Mhm. Dann will sie gar nicht mehr irgendwie weiterreden und das Mutter-Kind-Heim ist also aber abends, gut. Aber abends sind deine Eltern noch da. Ja, das ist es. Aber dann könnten die das doch machen. Ja, die würden es ja auch machen, aber halt auch nicht immer, weil die haben jetzt mich großgezogen, meine Schwester großgezogen und die würden es halt gerne, das immer wieder zu machen, weil die wollen jetzt, sind ja auch froh, dass ich jetzt auch bald aus dem Haus bin und dann ihr eigenes Leben langsam mal wieder leben können. Ja, nur pass mal auf, also wenn da ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Ja. Und wenn deine Eltern das wirklich wollen, dann können die sich da auch abends noch ein paar Stunden um den kleinen Wurm kümmern. Ja, das sehe ich ja eigentlich auch genauso, aber... Und ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber irgendwie sagt mir so mein Gefühl, dass man das irgendwie lösen könnte, wenn alle Beteiligten das wirklich wollen. Ich werde aber auch das Gefühl nicht los, dass du das gar nicht so richtig willst. Ja, weil da sind auch so einige Schwierigkeiten, weil das Standbein ist ja noch gar nicht so richtig gewährleistet. Wir fangen ja jetzt gerade erstmal an. Mhm. Die Situation ist für mich ja auch noch ziemlich neu. Mhm. Und ich muss mich auch erstmal daran umgewöhnen und wie ich mit ihr jetzt klarkomme, weil sie ist schwanger und ist dann natürlich ziemlich dementsprechend mit den Launen am Kämpfen. Und das finde ich auch alles relativ neu. Ja. Hast du auch so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht auch Komplikationen geben könnte zwischen euch in eurer Beziehung, weil sie auch noch sehr jung ist und jetzt als Kind und dass sie das alles irgendwie, du bist auch erst 20 Jahre alt, dass sie das eine Nummer zu krass und zu viel ist im Moment? Das hauptsächlich, weil ich denke mal, in der Beziehung, wenn wir jetzt schon zusammenziehen, dass wir uns hier hinterher irgendwie vielleicht auf Nerven gehen und dadurch die Beziehung enden könnte. Mhm. Das möchte ich natürlich auch nicht. Mhm. Ja, kompliziert ist da ist guter Rat teuer. Einerseits denke ich mir, du bist alt genug mit deinen 20 Jahren, dass du jetzt auch die Verantwortung trägst für das, was da geschehen ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ich will mich auf keinen Fall davor drücken. Also. So, und einfach, du könnte man auch sagen, einfach das Mädel abschieben in Mutter- und Kindheim und da habe ich dann erstmal nicht so viel mit zu tun, ist vielleicht nicht so die ganz elegante Lösung. Also, abschieben würde ich sie auf keinen Fall dahin. Also die Unterstützung hätte sie weiterhin noch von mir. Ah, aber das Gefühl wird sie wohl haben. Sie hat das Gefühl, dass ich sie dann einfach also los hier wegschieben möchte und... Ja, kann ich auch, Dominik, ein bisschen nachvollziehen. Ja. Wenn jetzt, das ist ja nur eine Extremsituation. Sie ist erst 15 Jahre alt und nun ist sie schwanger. Da wäre ihr wahrscheinlich auch viel lieber, wenn jetzt ihr Freund sagen würde, komm, das ist ja hart alles, aber wir packen das zusammen. Und wenn es auch kompliziert ist, jetzt nicht aber und aber und aber, geht nicht und so, wir schaffen es. Ja.
Das ist natürlich ist schon ein bisschen, würde mich auch etwas runterziehen, wenn ich sie wäre, sagen wir so. Andererseits kann man es dir auch jetzt, dir kann man ja auch nicht das Engagement aufdrücken. Mhm. Es ist die Frage, wie sehr liebst du sie denn? Also eigentlich sehr. Also ich möchte ja auch mit ihr zusammenbleiben und habe ja auch für die Zukunft geplant und ich bin auch schon auf Wohnungssuche und was nicht alles. Und mir nur die Sache ist, der Haken ist halt, dass... Wie du bist auf Wohnungssuche? Ich meine, du willst nicht mit ihr wohnen. Ja, ich für mich jetzt auch selber, weil ich muss ja auch jetzt irgendwie langsam dann von meinen Eltern raus, weil das Mutter-Kind-Heim sollte ja nur eine vorübergehende Lösung sein. Ja, was heißt vorübergehend? Wie lange? Also bis erstmal alles eingerichtet ist, alles komplett fertig ist, aber sie möchte sich gar nicht erst darauf einlassen. Nee, sag mal einen Zeitraum, damit ich das verstehe. Ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was? Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Würde eigentlich reichen. Na gut, das finde ich okay. Also sie lässt sich absolut gar nicht darauf ein, über Mutter-Kind-Heim zu sprechen, weil sie ja seit dem 11. Lebensjahr in der WG wohnt. Also du wärst bereit, nach einem halben Jahr dann in diese Familie quasi einzuziehen? Ja gut, aber dann hast du die Argumente, die du mir gerade gebracht hast, die sind dann genauso aktuell wie ein halbes Jahr vorher. Ja, das stimmt. Also, es stimmt da irgendwas mit deiner Position auch nicht, finde ich. Ja, ich versuche ja das auch ein bisschen zu vermitteln, aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig. Was heißt vermitteln? Nein, ich glaube einfach, dass du Schiss davor hast. Dass du Schiss davor hast und dass es dir irgendwie auch ein bisschen viel ist. Und du hättest das lieber gerne ein bisschen noch weggeschoben. Ja, wegschieben kann man sowas ja schlicht, aber... Ja, du willst es doch. Ja, was ich wollen würde, ist, dass das dann alles ein bisschen mehr mit Abstand versuchen. So, So, jetzt seid ihr aber in einer sehr verzwickten Situation. Gibt es denn keinen ordentlichen Berater, beispielsweise dem Jugendheim, der sich mit euch zu zweit mal hinsetzt und da ein bisschen moderiert zwischen euch beiden? Ich finde, da müsste jetzt ein Dritter ran, ein älterer auch, ein erfahrener Mensch, der euch da hilft, dass ihr da einen ordentlichen Kompromiss findet oder eine ordentliche Lösung findet. Das stimmt. Nur halt, sie möchte sich ja mit irgendwelchen Dritten nicht unterhalten, weil sie muss auch dann irgendjemanden haben, der vertraulich drüber reden kann. Ja, sie muss ja absolut nicht vertraulich reden, das ist das Problem. Ja, also, ich glaube schon, dass sie das auch, es geht ja auch um ihre Zukunft, wenn man ihr das richtig erklärt, dass sie sich da auch darauf einlassen würde. Jetzt möchte ich gerne, dass du mit Elke redest. Und Elke wird dir, hoffe ich, einen Vorschlag machen, wer am allerbesten da vermitteln könnte zwischen euch beiden. Aus welcher Gegend kommt ihr? Aus Gelsenkirchen. Aus Gelsenkirchen, naja, das ist auch gar nicht so weit weg. Nö. So machen wir das. Du legst auf, wir rufen gleich zurück. Okay, okay, Dominik. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch ganz einfach bei mir, so wie das auch Nico getan hat. Und Nico ist 27 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Abend, Jürgen. Ja, hallo Nico. Es geht um die Blutschande halt. Also ich habe eine Blutschande in mir, habe ich noch vor einigen Jahren erfahren. Und du hast eine Blutschande in dir? Nein, nicht in mir, sondern halt hier habe ich erfahren, vor etwa 2 Jahren, kann man sagen, also knapp 3 Jahren her schon. Und es lag daran, weil einige Leute halt gesagt haben, ja... Was hast du erfahren? Einige Leute haben zu mir gesagt, dein Vater ist nicht dein richtiger Vater. Aha. Also die haben zu mir gesagt, der sieht nicht nach dir aus, Der hat einen anderen Charakter. Ja. Und er ist Entschuldigung, bis ich das Ausdruck gehalten, das A, Punkt, 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 kennst du ja bestimmt, ne? Mhm. Und dann habe ich halt meine Sachen zusammengepackt nach einiger Zeit. Also meine Mutter ist sowieso Alkoholikerin, von Anfang an gesehen, lebt im Pflegeheim. Ja. Und dann habe ich nach einiger Zeit meine Sachen zusammengepackt und bin dann aus der Wohnung ausgezogen. Ja. Jetzt lebe ich halt weit weg von meinem Vaterhaus, also von meinem angenommen leiblichen Vater halt oben. Ja. Und... Was hat man, die Leute haben gesagt, das ist nicht der Junge von dem Mann. So sieht's aus, ja. Was haben die denn gesagt, von wem du der Junge bist? Also 2 Leute haben mir gesagt, es liegt daran, dass es vielleicht mein Onkel liegen könnte. Also mein Onkel könnte der richtige Vater von mir sein, weil meine Mutter ist oft genug fremdgegangen. Also nicht so... Also, das heißt also, der Bruder von deiner Mutter könnte dein Vater sein, das haben die Leute gesagt. Ja, richtig. Das heißt, Bruder und Schwester haben es miteinander gehabt. Ja. Und daraus ist ein Kind entstanden. Richtig. Stimmt es? Ja, es stimmt leider heute. Also es hat der Arzt, leider, weil der Arzt steht dort Schweigepflicht. Ich habe mit dem Arzt mich unterhalten.
Und nach 27 Jahren hat der Arzt selber gesagt, kann man, also ich werde jetzt 27, jetzt im nächsten Monat, kann man nichts mehr dran ändern. Und es wurde damals ein gerichtliches Verfahren damals gemacht, dass man auch vor Gericht musste. Ja. Und einen Test abgeben musste. Ja. So, und bei meiner Mutter musste ja leidigerweise, weil sie im Pflegeheim lebt, also sie, sie hat Alzheimer. Ja. Wie alt ist deine Mutter denn? Meine Mutter geht langsam für 55 zu, die war seit meinem 5. Lebensjahr Alkoholikerin. Ja. Und mein Bruder ist vor 13 Jahren gestorben an Leukämie, im Alter von 18 Jahren. Jetzt habe ich nicht richtig verstanden, wie das jetzt nachgewiesen wurde, dass das stimmt. Das wurde vom Arzt aus angewiesen, ich sollte mir einen Rechtsanwalt nehmen. Also du hast einen Arzt angesprochen? Ich habe meinen leiblichen, also meinen Hausarzt angesprochen. Hast gesagt, hier so und so, ich habe die Bedenken und die Überlegung, was kann man machen, ja? Oder so, so war es, ja? Ja, richtig. Ah, ja. Ja. Hm. Und hier, dann habe ich halt hier, hat der Arzt halt gesagt, ich soll zum Rechtsanwalt gehen. Mhm. Und er wird halt, mir hat Blut abgenommen, also Blut an mir lassen halt, kann man sagen. Mhm. Und er hat gesagt, pass auf, ich werde das untersuchen. Und oder untersuchen lassen, besser vom Labor aus. Und er hat extra noch beim Dings angerufen, beim Pflegeheim, wo meine Mutter dann lebt. Mhm. Weil die können ja ohne Zweifel halt das Blut abnehmen, weil sie weiß ja von gar nichts mehr. Mhm. Und da musste halt mein Onkel nochmal vor Gericht erscheinen, also mit dem gerichtlichen... Ja, aber nein, der Onkel musste doch auch nur irgendwas abgeben am Blut. Ja, selbstverständlich, vom Gericht aus, ja. Und der hat das auch dann bereitwillig gemacht? Er hat das gemacht, aber er will es versuchen nicht zugeben. Das heißt also, dass er mit ihr ins Bett gegangen ist, also mit ihr gegangen ist. Ah, aber das Resultat, wissenschaftliche Resultat, ist ganz eindeutig, er ist sein Vater. Ja, richtig. Dennoch streitet er es ab, was natürlich dann völliger Blödsinn ist, ne? Richtig, so sieht es aus, ja. Wie lange weißt du das jetzt schon? Das weiß ich jetzt schon, naja, ich sag mal so an die 2 Jahre jetzt schon, also seit 2,5 Jahren schon. Mhm. Ich sag mal, gut, ich muss ja mit fertig werden, ich sag mal, mein Arzt sagt nur zu mir, ja gut, du hast keine körperliche Behinderung. Ich wollte gerade fragen, du bist gesund? Ja, ich bin gesund, aber das einzige Problem, was ich habe, ich bin zeugungsfähig. Also ich kann keine Kinder später erzeugen. Mhm. Das heißt also, ich würde gerne Kinder haben. Ich habe auch die eine Stieftochter, das habe ich wohl. Ja. Und die hat, ich sag mal, die habe ich damals adoptiert halt. Und das ist das Einzige, was ich habe halt. Und ja. Na gut, aber du bist schon mal gesund, das ist schon mal das Allerwichtigste. Mhm. Wie bist du mit dem Ergebnis, mit der Information, als du das dann schwarz auf weiß hattest? Meine Mutter hat mit ihrem Bruder Sex gehabt und ich bin daraus entstanden. Wie bist du damit auch umgegangen? Wie hat das bei dir gewirkt? Ich sag mal so, ich habe meine Mutter damals beim Fremdgehen erwischt. Ich sag mal, wie alt war ich da? 7 Jahre alt. Mhm. Und ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden. Mhm. Meine Mutter damals hier, hat sie von meinem Vater gehabt, ich sagte, bei meinem Vater sich scheiden lassen. Das ist dann nach dem Stiefvater. Und mit dem war sie dann auf dem Heuboden. Und da habe ich ja meinen Onkel geholt, weil mit 7 Jahren wusste ich ja nicht, was es war mit dem Sex halt, ne? Mhm. Und da hat halt mein Onkel, der halt mein leiblicher Vater ist, die beiden runtergejagt, also den... Okay, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ich wollte von dir wissen, wie du dich gefühlt hast, als du das erfahren hast, dass du ein Inzestkind bist. Schlecht, beschissen. War das eine Katastrophe für dich? Das war einigermaßen eine Katastrophe für mich, ja. Also ich sag mal, meine Mutter ist ja schon gesagt, meine richtige Mutter, nur halt, dass mein Onkel der Vater von mir ist. Ja, nun weißt du das seit 2 Jahren. Wie hat sich denn dann so dein Leben verändert, nachdem du das erfahren hattest? Kann man das sagen? Also ich sag mal, einiges. Also ich sag mal, ich habe mich zurückgezogen. Mhm. Ich habe halt versucht, Beziehungen aufzubauen. Mhm. Und ich habe auch meine Beziehung halt auch gesagt, dass ich halt einen Blutschaden habe. Nur halt, ich weiß nicht, nach einiger Zeit haben, glaube ich, die Beziehung nicht verstanden oder wie auch immer, also... Das haben sie nicht verstanden? Was gibt's da misszuverstehen? Das ist doch eine ganz klare Sache. Die haben mich halt fallen gelassen, dumm, ja. Die halten wie eine heiße Kartoffel. Also sagen, weil die das, die haben abschätzig darüber gedacht? Ja, sieht's aus, ja. Wohnst du auf einem Dorf? Nein, also im Mutterheim wohne ich im Ruhrpott. Ja. Und ich habe mich vom Dorf zurückgezogen, also normalerweise komme ich aus Friesland. Ja, ich wollte darauf hinaus, ob so die Umwelt dich auch immer schlecht behandelt hat und... Ja, sieht aus, ja. Mhm. Ich hab momentan nur noch Kontakt zu einer Tante, weil die Schwester von meiner Mutter hat sie zurückgezogen, die will mit meinen Tanten Kontakt mehr haben. Hast du denn mit deinem Onkel, der auch dein Vater ist, dann, nachdem das rauskam, auch mal gesprochen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Mhm. Nein. Auf wen hast du jetzt am meisten Wut? Auf deine Mutter oder auf den? Auf ihn. Warum?
weil sie halt unter alkoholischen Einfluss hier die ganze Zeit stand. Also ich habe nicht nur an meinem 5. Lebensjahr, sondern es wurde ja hauptsächlich noch von meinem Vater ausgesagt, also von meinem besagten Vater halt. Mhm. Wo der sagte danach, der sagte zu mir nach Hurensohn halt. Mhm. Der hat zu mir gesagt, ja, sie stand davor, dass man unter Alkoholeinfluss, mhm, wenn du heute unter Alkoholeinfluss stehst. Das heißt, es kann sogar sein, dass dass sie auch wieder ihren Willen, die Sexualität hat über sich ergehen lassen, oder? Richtig sieht's aus, ja. Du merkst, dass ich gerade zögerlich war mit dem Wort. Es kann auch sein, dass es eine Vergewaltigung war. So sieht's aus, ja. Ja. Nur es gibt sie, ich sag mal, es kann sie heute sowieso nicht mehr zugeben. Ich sag mal, wenn man unter Alzheimer lebt, ich habe zwar einen Besuch zu Hause. Mensch, Nico, jetzt stehst du da, so habe ich das jetzt verstanden, irgendwie ziemlich alleine in der Welt. Mit all diesem, mit diesen Dramen im Hintergrund und auch dem Gefühl der Schande, für die du nichts kannst, für die du wirklich nichts kannst, wer hilft dir denn so ein bisschen? Tja, ich sag mal, ich habe hauptsächlich zwei Bekannte halt, eine halt weit außerhalb und eine in Dortmund, die weiß ich nämlich auch. Also sie ist zwar nicht meine richtige Schwester. Mhm. Ich sag mal, ich habe zwar zwei Stiefgeschwister und eine richtige Schwester, obwohl sie meine richtige Schwester ist, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist keiner so ganz nah an dir dran, der dich so quasi bei der Hand nimmt und dir auch so seelisch hilft. Ich sag mal so, ich wäre froh, ich sag dir offen ins Gesicht rein, Jürgen, ich wäre froh, wenn ich jetzt eine Frau finden würde, die mich so akzeptieren würde, wie ich wäre, ich sag mal, wo ich mich geborgen fühlen werde, weißt du, wo ich mir halt die Gedanken vergessen könnte, weißt du. Weißt du, ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Was hast du denn da für Tränen gehabt, wenn eine Frau sich von einem Mann abwendet, nachdem sie erfährt, dass dieser Mann ein Inzestkind ist? Was sind denn das für Weiber? Entschuldige bitte. Domian, das war nicht in dem Moment, das war, glaube ich, ich sag mal so, also die Beziehung, die ich jetzt vor kurzem hatte, die hat jetzt vor einer Woche aufgehört. Mhm. Und die hat, ich sag mal, wir waren gerade einen Monat zusammen, ich hatte eine Tochter gehabt, sie war alleinstehend mit ihrer Tochter. Und die hat einfach mit mir aufgehört, ohne ihr was zu sagen. Mhm. Also sie hat mir nicht gesagt, warum, weshalb und wieso. Ich habe ihr alles erzählt, weil du weißt ja. Aber du vermutest, dass das der Hintergrund ist, ne? Bitte? Du vermutest, dass das der Grund ist. Ja, richtig. Mhm, ja. Nico, ich fände es gut, ich weiß nicht genau, wie man es machen sollte. Ich fände es gut, wenn du einfach so für dich jemanden finden könntest, der dir in deiner Seelensituation, die ja nicht so doll ist, höre ich, so ein bisschen helfen könnte. Deshalb möchte ich vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen und wir dann, das heißt meine Leute im Hintergrund, sich da auch ein paar Gedanken machen und dir hoffentlich ein bisschen behilflich sein können. Sollen wir es so machen? Können wir machen, ja. Denn du bist ja erreichbar. In der nächsten halben Stunde rufen wir dich gleich an. Ist in Ordnung. Okay. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend noch drüben, ja. Ich dir auch von Herzen, Nico. Dankeschön fürs Zuhören, ja. Alles Gute von Herzen, Nico. Ich danke dir. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Anita, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Anita. So, jetzt sind wir beide dran. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich arbeite seit gut einem halben Jahr als Prostituierte. Mhm. Und das macht mir auch eigentlich Spaß. So, wie kam es denn dazu, dass du in den Job reinkamst? Durch eine Anzeige. Also ich habe in einer Zeitung gelesen und da stand dann halt, dass die Kolleginnen suchen. Mhm. Ja, und daraufhin habe ich mich dann einfach beworben. Und dir war auch gleich klar, um was es da geht? Ja. Ne? Das ist also nicht nur einfach ein bisschen Champagner mit den Männern trinken ist, sondern es zur Sache geht. Genau, ja. Doch. Mhm. Doch, das war. Und wo ist das in einem Bordell oder in einem Club oder was ist das? Nein, also ich fahre zu den Leuten hin. Mhm. Die rufen an und dann fahre ich da dann hin. Ja, aber du bist quasi angestellt bei jemandem, oder wie? Ja. Mhm. Ja. Also das Geld in dem Sinne wird dann halt geteilt. Also kann man so sagen, dass du einen Zuhälter hast? Wenn man so branchenmäßig sagen will, ja. Dann ja. Mhm. Von einem halben Jahr. Was hast du denn vorher gemacht? Nebenbei immer gejobbt. Ach so. Mhm. Also mal hier, mal da. Ja, und dann wie gesagt, auch ist ja auch eine Geldfrage, ne? Ja, ja. Und du sagst, hast du gerade das Gespräch, du hast das Gespräch gerade angefangen, dass es dir eigentlich Spaß macht, dass es okay ist. Ja, für mich eigentlich schon. Also kein Widerwillen, keine unangenehmen Gefühle am Anfang gehabt, Hemmungen, Ekel vielleicht oder sowas? Nein, ich meine, man lässt sich ja auch in einer Disco abschleppen.
so in dem Sinne. Und von daher nehme ich ja das, kriege ich dafür auch noch Geld. Na gut. Aber dann, ja, aufgrund von Sympathie lässt man sich darauf ein. Dieses ist ja nun ein professioneller Vorgang quasi. Da mietet dich jemand, da fährst du hin, egal wie der aussieht, ob der dir gefällt oder nicht, und du machst es dann mit dem. Ja. Ne? Aber das ist okay für dich. Ja, also sind meistens wirklich normale Menschen. Also nicht, dass man da jetzt denkt, das sind wirklich nur eklige Leute oder so. Oder nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein, das ist völlig klar. Das ist und dadurch ist das für mich also in dem Sinne ja auch nicht so das Problem. Gibt es denn überhaupt ein Problem oder wolltest du mir einfach erzählen, ich mache das und das ist okay? Ja, wie gesagt, also ich habe so im privaten Bereich niemanden, dem ich das halt so erzählen konnte und dadurch tut es halt mal ganz gut, das so zu sagen. Ja, gutes Stichwort, privater Bereich. Es weiß also niemand aus deinem Umfeld? Nein, keiner. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, niemand? Oh Gott, nee. Ja. Was sagst du denen denn so, zum Beispiel deinen Eltern, was du machst beruflich? Dass ich nebenbei immer noch jobbe. Irgendwas jobbst du? In Kneipen oder in Läden oder irgendwas? Ja, Einkaufszentren oder in einer Boutique oder... Ja. Und es gibt auch keine beste Freundin, mit der du das vielleicht ansatzweise, oder das heißt ansatzweise, also dann auch bereden könntest. Das gibt es auch nicht. Gibt es definitiv nicht. Schämst du dich für diese Tätigkeit? Oder würdest du sagen, das ist auch ein Job wie jeder andere und das ist okay? Also ich denke, es muss solche Frauen geben, weil wer weiß, wie die Männer anders ihre Fantasien ausleben würden, wenn man das mit Vergewaltigung oder sonst irgendwie hört. Aber ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache das und bin da stolz drauf. Ja. Also für mich ist halt in erster Linie das Geld gut, dass es da halt mal Leute gibt, die nicht so toll sind oder so. Wie viele Einsätze hast du pro Tag? Das ist unterschiedlich. Also es können mal so ein, zwei sein und dann kann es aber auch in der Woche nur eins, zwei sein. Ach so. Und wirst du dann pro Einsatz bezahlt? Oder? Also das geht pro Stunde. Pro Stunde. Und was kriegst du, nein, anders gefragt, was kostest du pro Stunde? 200 Euro. 200 Euro. Was kriegst du hinterher raus? Die Hälfte. Die Hälfte. Findest du das ein guter Deal? Ja, also wenn ich bedenke, ich werde abgeholt vor meiner Haustür. Ich werde überwacht, wenn ich da bin. Ich gehe dann wieder raus, werde nach Hause gebracht. Und wenn ich jetzt selbst fahren würde oder so, dann wäre das nicht so sicher. Und von daher denke ich, ist das eigentlich auch ganz in Ordnung. Und das Verhältnis zwischen dir und den Leuten, die dich bewachen, oder deinem Chef, sage ich jetzt mal, das sagst du auch, das ist in Ordnung? Das ist in Ordnung. Da gibt es keine Gewalt, der zwingt dich zu nichts. Das ist ein Geschäftsverhältnis, ein geschäftliches Verhältnis. Ganz definitiv geschäftlich. Und wenn du sagen würdest, hier, ich habe keine Lust mehr, dann würde er das auch akzeptieren? Ja. 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 Also es ist auch so, wenn mir jetzt jemand absolut nicht gefallen würde, dass ich dann auch sagen könnte, nee, da kann ich nicht hingehen. Und dann ist das auch in Ordnung. Ich möchte nochmal auf diese intime Situation auch der Sexualität zurückkommen. War es wirklich so von Anfang an, du machst das ein halbes Jahr jetzt erst, dass du noch keinmal dich geekelt hast vor einem Kunden? Natürlich ekelt man sich auch mal, aber wie gesagt, dann hat man halt das Geld im Hinterkopf. Mhm. Wie gesagt, 200 Euro, beziehungsweise für mich dann 100 Euro in einer Stunde, oder ob ich jetzt 8 Stunden im Geschäft stehe und da dann meine 80 Euro rausnehme. Mhm. Empfindest du bei diesen geschäftlich-sexuellen Vorgängen auch etwas sexuell? Also so herzmäßig nein. Aber sonst schon? Orgasmusmäßig ja. Orgasmusmäßig ja? Ja. Also öfter oder nicht so oft? Also dadurch, dass... Also eigentlich doch, ziemlich doch oft. Also das heißt, du machst es dir nett dabei? Ja. Ja. Du hast aber, das habe ich jetzt so vorausgesetzt, ich frage es trotzdem nochmal, du hast keinen Freund zurzeit? Nein. Nein. Da könnten natürlich dann große Probleme entstehen demnächst, ne? Wenn du dich vielleicht in jemanden, also nicht in einen Kunden, in irgendjemanden verliebst. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Wirst du da mit offenen Karten spielen oder wirst du dann irgendwie ein Doppelleben führen oder wie soll das gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, also ich glaube, ich würde den Job nicht aufgeben wollen, aber ich würde ihm auch nicht sagen wollen, was ich mache.
Das heißt Doppelleben. Ja. Und das heißt Lüge. Das heißt Verstrickungen und irgendwann schlechtes Gewissen. Naja, vielleicht, wenn dann das Vertrauen irgendwann da ist, kann man ja dann darüber reden oder halt sagen, gut, ich höre damit auf, wenn es ihm dann in dem Sinne nicht passt. Aber bis dieses Vertrauen bei irgendeinem Mann auch mal da ist, ja, Männer halt. Also, ich könnte mir vorstellen, du hast es ja selbst gerade auch so angedeutet, dass das dann auch irgendwie schon ein einsames Leben ist, was du da führst. Du kannst dich mit keinem austauschen, du hast nur deinen Job, hast vielleicht die Kolleginnen siehst du ja auch nicht, ne, die das auch sonst machen, oder? Ab und zu schon, aber man redet ja dann auch nicht halt über Privates, also immer so alles strikt getrennt und... Das heißt, du lebst ja jetzt quasi schon in einer Doppelwelt und auch in einer Lügenwelt, ne? Ja. Du hast da bestimmt auch noch Bekannte und Freunde von früher, klar, ne? Mit denen du dich auch normal triffst, sage ich jetzt mal. Mhm. Und musst dann ja halt dann auch so etwas vorspielen. Ja, schwierig ist es natürlich, weil ich verdiene ja gut in dem Sinne und ich kaufe mir ja dann auch meine Sachen davon. Und das ist dann halt immer schwierig zu erklären, wie ich mir das leisten kann. Ja, und du bist erst ein halbes Jahr dabei. Wenn du noch länger dabei sein wirst, wird das immer schwieriger werden wahrscheinlich. So viel Geld ist ja noch gar nicht geflossen bisher. Was macht das, wenn du das sagen kannst, überhaupt schon nach einem halben Jahr? Was macht das mit deiner Sexualität? Kannst du da eine Aussage? Also privat habe ich keine Sexualität mehr. Du hast keine mehr? Nein, also Männern gegenüber bin ich... Wenn ich jetzt privat weggehe, wäre zugeschlossen. Also da hast du überhaupt noch Gedanken an Sexualität privat? Also masturbierst du zu Hause für dich beispielsweise mal? Doch, also masturbieren auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt so Geschlechtsverkehr, mit den ich privat kennenlerne, nein. Da hab ich auch nicht mehr so die Lust dann danach. Mhm. So, Anita, weißt du, was ich glaube? Ich habe immer Respekt vor Mädels, die diesen Job machen und ich finde, dass die viel zu schlecht behandelt werden und dass die viel zu schlecht angesehen werden in unserer Welt und so weiter. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ich respektiere das auch, wenn die sagen, das ist unser Leben und unser Job. Aber ich sage dir jetzt nur mal so, quasi als ich bin kein Bekannter von dir, aber wir reden ja jetzt quasi so wie gute Bekannte. Ja. Sei äußerst vorsichtig, dass du dir dein wirkliches Leben nicht kaputt machst. Dass du dir eine Liebe nicht blockierst. Du willst ja vielleicht auch irgendwann mal eine Familie haben, weiß ich nicht, was deine Wünsche sind, deine Träume. Aber von einer Liebe träumen ja eigentlich doch alle Leute. Und das ist kein... Dazu bin ich vielleicht schon wieder zu abgebrüht dann Du bist 23. Und kein Job der Welt, auch nicht der Job der Hure, ist es wert, dass man das, was das Wichtigste ist, nämlich Vertrauen und Liebe zu einem Menschen, dass man das dafür opfert. Das finde ich. Ja, aber mal angenommen, ich treffe jetzt einen Traummann und soll dann wieder normal arbeiten gehen. Das ist arbeitsmarktmäßig, ist ja auch nicht mehr sonderlich viel da. Ich habe keine Ausbildung in dem Sinne. Dann muss man, finde ich, auch bereit sein, Opfer zu machen und Opfer einzugehen. Wenn du wirklich deinen Traum empfindest und du dich groß in den verliebst und du sagst, das ist wirklich ein toller Mann, ein toller Mensch und mit dem möchte ich mir eine Zukunft haben, dann pfeif auf das Geld und pfeif auf den Job, aber ehrlich. Dann geh kellnern oder geh Regale einräumen bei Aldi oder weiß der Teufel was, dann hast du weniger Kohle. Aber du bist mit dir im Lot und im Reinen. So, ich will dir jetzt keine Moralpredigt mehr halten. Ich sag's dir das nur so. Das für mich ist auch immer schwierig, weil wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich dann halt... Ich sage es zu dir auch nur so, halt ein Auge drauf, dass du nicht zu sehr vereinnahmt wirst von dieser Welt und dass du nicht zu sehr eingesogen wirst auch von irgendwelchen, in diese ganzen Lügengeschichten. Das ist nicht gut. Das ist auf Dauer, ist es alles mies. Man lebt immer am besten, wenn man offen lebt. Das ist das beste Rezept, glaube ich. Ja. So, aber es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben, wenn auch nur akustisch, Anita. Vielen Dank. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen für dein Leben. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Natascha, heute habe ich nur junge Mädels hier. Ist ja doll. Natascha, 19 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Natascha. Du klingst aber traurig. Ja, bin ich auch. Ich habe heute abgetrieben. Ja. Und bin mit dem Vater des Kindes, das ich heute abgetrieben habe, nicht mehr zusammen. Mhm. Wir haben aber noch eine sexuelle Beziehung, das heißt, wir ficken noch miteinander. Das können wir auch anders sagen.
Ja, wir haben noch Geschlechtsverkehr miteinander, aber er hat halt noch eine andere Freundin, die von mir nichts weiß. Mhm. Und die weiß auch nichts davon, dass ich abgetrieben habe. Aber du warst mit ihm mal richtig zusammen. Ihr wart mal ihr hattet eine Beziehung früher. Ja, drei Monate. 3 Monate. Mhm. Und in dieser Beziehung ist auch das Nee, danach. Ja, danach. Ja. Warum habt ihr nicht verhütet? Keine Ahnung. Mensch, ich fasse es nicht. Du bist 19 Jahre alt. Wie alt ist er? 26. Und da sagst du mir, ich weiß es nicht, warum wir nicht verhütet haben. Ich habe wahrscheinlich die Pille vergessen. Ach, Mensch. Wer, wie du es gerade gesagt hast, kann, der kann ja wohl auch einen Kopf dafür haben, dass man verhütet, Mensch. Hm. Ja, erzähl mal weiter. Ja, und jetzt will ich ihn halt wieder haben. Bitte? Ich will ihn zurückhaben. Ich bin in ihn verliebt. Sonst hätte ich das alles gar nicht gemacht, aber ja. Also, 3-monatige Beziehung, dann ist die auseinandergegangen, aber ihr habt noch ein Verhältnis miteinander. Mhm. Er hat eine neue. Mhm. Du bist schwanger geworden von ihm. Hast heute abgetrieben. Ja. Und sagst, ich will den eigentlich nicht nur zum Geschlechtsverkehr haben, sondern ich will wieder richtig mit dem zusammen sein. Ja. Weiß er von der Abtreibung? Ja. Mhm. Mit welchen Gefühlen hast du das heute gemacht? Gemischten. Und wie fühlst du dich heute? Jetzt? Danach? Beschissen. Warum? Ich hätte es mir vielleicht auch nochmal besser überlegen sollen. Mhm. Mhm. Hat er dich ermutigt, das zu tun? Nein, er hat gesagt, er steht hinter mir, egal wie ich mich entscheide. Ah ja, das ist natürlich eine respektable Haltung. Ne? Ja, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, ich habe halt keine Lehrer und kein Nichts. Mhm. Und er hat halt gesagt, ich soll halt auch mal über meine Zukunft noch ein bisschen nachdenken. Mhm. Er ist gut glücklich zusammen mit der anderen Frau, weißt du das? Nee, denke ich nicht, sonst wäre er nicht mit mir in der Kiste. Mhm. Wenn er so glücklich wäre. Mhm. Aber du weißt, ja, vermutlich, ja, vermutlich. Weiß er das denn, dass du wieder zu ihm zurück willst? Nein. Warum sagst du es ihm nicht? Keine Ahnung, weil ich Angst davor habe, ihm das zu sagen, weil wir eigentlich nur auf freundschaftlicher Basis noch irgendwas miteinander haben wollten. Und du hast vielleicht auch Angst vor einer negativen Antwort. Genau. Die hört man ja auch nicht so gerne. Mhm. Mhm. Ja, Natascha, aber wenn du den wirklich liebst und du in die Beziehung zurück möchtest, wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als über kurz oder lang es ihm zu signalisieren oder es ihm wirklich klar zu sagen. Und dich dann mit den Realitäten zu arrangieren, die dabei rumkommen. Das heißt, mit dem klarzukommen, was er dann antwortet. Entweder sagt er ja, wir können es versuchen, dann ist es toll. Und wenn er sagt nein, dann musst du es halt aushalten und musst dich damit abfinden. Das gefällt mir aber gar nicht. Bitte? Ich mag mich nicht damit abfinden, weil ich liebe ihn über alles. Ja. Aber du steigerst dich ja jetzt im Moment in eine Fantasie hinein. Das heißt, du musst ja über einen gewissen Zeitraum jetzt klar wissen, was mit ihm los ist. Ja. Und das kannst du nur wissen, wenn du ihm das ein bisschen hinlegst, auch die Frage stellst. Ja, das stimmt. Also, ich merke gerade, wir reden gar nicht über die Abtreibung in erster Linie jetzt bei dir, sondern eigentlich darum, dass du ihn wiederkriegst. Ja. Das ist auch eher das Hauptproblem. Ja, weil mit der Abtreibung, das ist ja nicht die erste. Das muss ich ja dazu sagen. Die zweite war schon mit 15 damals. Mhm. Und mit dem Per war ich 3 Jahre zusammen und das hat halt auch nicht hingehauen. Ich war halt noch viel zu jung und das war auch gut so. Mhm. Also das war die zweite Abtreibung, diese. Ja. Mhm. Aber umso weniger verstehe ich das, Natascha. Das ist ja nur auch kein Spaß für eine Frau. Nee, das hat ja auch keinen Spaß gemacht. Nee, umso weniger verstehe ich das, dass du nicht, also mit aller Konzentration darauf bedacht bist, ordentlich zu verhüten. Dass du erst gar nicht in so eine Situation kommst. Ja, beim ersten Mal ist das Kondom geplatzt und jetzt habe ich halt die Pille, wie gesagt, ein bisschen unregelmäßig genommen. Ja, die sollte man auch nicht unregelmäßig nehmen. Ja. Ja. So, nochmal zurück zu der Liebesgeschichte. Ja. Du musst ihm diese Sache näher bringen, dass du das möchtest. Letztendlich musst du es ihm sagen. Mhm. Sonst leidest du wie Hund.
wenn das jetzt die nächsten Wochen und Monate so weitergeht, dass ihr nur Sex miteinander habt, hast du Sex mit ihm und dann geht er weg zu einer anderen und du sitzt zu Hause und bist todtraurig. Mhm. Und das wird immer schlimmer werden. Und du steigerst dich in die Liebe immer mehr rein und es kommt keine Lösung. Du musst wissen, was mit ihm los ist. Du musst vielleicht auch um ihn kämpfen oder was ich, dich um ihn bemühen, aber er muss eine Aussage machen. Und aufgrund der Aussage kannst du dich dann neu verhalten. Ja. So, Natascha. Ja, gut. Und du verhütest, okay? Ja. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Mann. Die Pille vergessen einzunehmen. Unregelmäßig eingenommen. Monika, 55, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich wollte nur mitteilen, ich habe mit 18 Jahren einen 59-jährigen Mann geheiratet. Mit 18 Jahren hast du einen 59-jährigen Mann geheiratet? Ja, und wollte sagen, dass es sehr glücklich war, bis zuletzt. Ich war 33 Jahre mit ihm zusammen. 33 Jahre? Ja, denn ich höre in deiner Sendung, also manchmal, dass du sagst, 10 Jahre, 20 Jahre verheiratet, dass es ein Problem sei. Manchmal, ja. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis, das wirklich mal mitzuteilen. Ja. Also 33 Jahre verheiratet und damit einem so viel älteren Mann. Ja, und Tag und Nacht zusammen. Das kommt auch noch dazu. Das ist ja eine Riesenzeit. Dann hast du einfach Schweineglück gehabt, Monika. Ja, fantastisch, ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, und das war mein erster Mann auch, nicht? Ja. Jetzt habe ich nicht so schnell gerechnet. Seit wann ist dein Mann jetzt verstorben? Ja, also 42 Jahre älter. Ja, nee, seit wann ist dein Mann verstorben? 4 Jahre. Vor 4 Jahren. Jetzt im 18. Er ist dann noch sehr alt geworden, ne? 93 Jahre. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Fantastisch, ja. Und ich plädiere auch dafür, diese Altersunterschiede. Ich bin jetzt 55, ach so, weißt du ja. Mhm. Und man ist nicht alt, man bleibt jung irgendwie. Mhm. Und ich finde, Alt und Jung müssten sich viel, viel besser verstehen. Das ist ein schöner Satz. Aber ja, das ist gar kein. Mein Mann hat sich mit 80 noch gefühlt wie 20 im Herzen. Er hat 81 Jahre gearbeitet noch. Aber es liegt, glaube ich, auch so sehr an der Einstellung, die man hat. Ganz genau, an der Person. Ich kenne Anfang 20-Jährige, die sind so alt. Ja. Die sind so alt. Und ich kenne 55, ich habe eine Freundin, die ist in deinem Alter, die ist grandios. Das ist ein junges Mädel, ist das. Und die ist, aber das liegt an, das ist eine Typfrage, glaube ich. Das ist eine Typfrage. Und deswegen, mein Mann hat mich nicht wegen meiner Jugend geheiratet, denn da hat er nie, habe ich nie gespürt, dass ich da irgendwie ein Privileg hatte, sondern meine Art, ja. Mhm. Und ich gehe mit allen Menschen so um, egal ob das Alte sind, junge Kinder und... Monika, als ihr geheiratet habt, das liegt ja dann nun noch eine ganze Weile zurück, das war 1966. Also. Da war das doch ein irrer Tabubruch, ne? Ja, also darum haben... Ich bin sehr naiv gewesen. Mhm. Also es ist ja nicht immer schlecht, naiv zu sein vielleicht. Mhm. Ich habe mich da gar nicht drum gekümmert. Was haben denn deine Eltern gesagt? Und mein Mann war ja auch bekannt in der Stadt. Ja. Und die Menschen, die uns dann kennenlernten, die mich dann auch mit kennenlernten, also für die war das dann so eine Selbstverständlichkeit, weil sie unsere Art sofort verstanden haben. Und deine Eltern, die wahrscheinlich jünger waren noch als dein Mann, wie haben die sich verhalten? Ja, meine Mutter ist jetzt 94, auch kein Problem. Nachdem sie meinen Mann kennengelernt haben, war das überhaupt kein Thema bei uns. Also ungewöhnlich, glaube ich. Es ist sehr ungewöhnlich, obwohl ich auch mal dringend, du bist so ein fantastischer Mensch, also auch deine Probleme, ich höre immer zu und das ist so, das ist irgendwie so, weiß ich, so verständnisvoll. Es gibt wenige Menschen so, die so sind und deswegen habe ich gedacht, ich möchte das doch mal loswerden. Dass sowas möglich ist. Ja, das finde ich auch schön, dass du durchgekommen bist. Und aber ich höre ja auch die Geschichte und ich staune, aber ich habe für alles Verständnis. Ja. Also ich bin nicht weltfremd, dass ich irgendwie, ich würde auch einen Jüngeren mit einem jüngeren Mann leben, das ist gar kein Problem. Lass mich mal fragen, ehe die Sendung gleich vorbeigeht. Ja, bitte, bitte. Habt ihr auch Kinder? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich habe auf Liebe verzichtet, weil man eben, sonst konnte ich nicht mit ihm zusammenarbeiten. Und dann war ich 40 und dann hat er gesagt, jetzt sehe ich es ein, jetzt probieren wir es noch. Ja. Und da hat es bei mir leider nicht mehr geklappt. Ja. Das merkt man erst hinterher, dass das leider ein Fehler war. Ja, aber du hast sehr viel Glück gehabt in deinem Leben bisher und sehr viel Glück genießen können. Und wirklich? Das ist ja toll. Ja. Glück wünsche ich dich wirklich, aber wirklich. Ja, und jetzt habe ich den Vetter meines Mannes. Bitte? Den Vetter meines Mannes. Jetzt hast du den Vetter deines Mannes? Den Vetter meines Mannes, ja. Und wie alt ist der? Das ist nur 15 Jahre Unterschied. Ich dachte, der wäre jetzt vielleicht 98 oder sowas. Ja, nein.
Monika, ich muss radikal Schluss machen. Die Sendung ist gleich weg. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Alles ja. Gute von Herzen. Tschüss. Dankeschön. Also alles Gute. Tschüss. In der Technik, ja. Kerstin Klinger und Gudrun Hausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themenlage. Bis dahin. Tschüss.